Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog auf diesem Kanal. Und zwar, ja, wie ihr seht, bin ich frisch geduscht. Hab übrigens sehr guten Empfang auf der Antenne. Und wollte euch einfach mal zeigen, wie ich meine Haare mache, auch wenn es keinen interessiert. Ja, Schritt 1 ist natürlich nasse Haare haben. Schritt 2 ist, nehmt ein, ja, Haarwachs eurer Wahl. Ich habe jetzt 2 Stück hier. Normalerweise benutze ich immer das hier, also wirklich durchgehend immer. Aber ich habe jetzt gedacht, okay, wir probieren was anderes aus und das hier riecht nach Kokos. Bedeutet, wir probieren das mal aus. Ich hoffe, das hält trotzdem so gut wie mein normales Haarwachs. Betet mit mir, Leute. Nochmal kurz. Will man einmal ein Video machen und die Haare wollen nicht mitspielen. Ist okay, Leute, wirklich. Sieht einfach kacke aus. Ich muss gleich. Ja, viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus mit den Haaren und so. Aber ich habe so meine Frisur und wenn die nicht so sitzt, wie ich das auch gerne hätte, dann werde ich wirklich ein bisschen stinkig, würde ich schon fast sagen. Ich weiß nicht, die sieht so hoch aus, oder? Oder sagt ihr, ach Leute, wir lassen es so. Okay, es hat keinen Wert. So, und das Ganze festige ich dann mit Gattobi Sprühkleber. Ist quasi, das war's schon. Für den klaren Durchblick. So, dann gucken wir mal, ob schon ein Krebs lebt. Hallo? Hallo? Okay, ich sehe noch nichts. Ich schätze mal, ihr auch nicht. Blöd. Fokus mag mich auch heute. Ja, Leute, heutiger Tagesablauf. Meine Freundin kommt gleich wieder. Die war eben nur für ein paar Stunden zu Hause. Ich habe mich geduscht, sie hat sich fertig gemacht. Ich weiß, man kann das auch beieinander, aber ihr ging es nicht so gut. Dementsprechend, ne? ist sie ganz schnell zu sich nach Hause gefahren, kommt gleich wieder. Wir gehen heute auch noch skaten. Das passiert heute definitiv. Wir gehen nämlich heute raus, weil ich ihr gesagt habe, frische Luft tut immer gut, vor allem wenn man Schmerzen hat. Deshalb gehen wir heute raus und wir gehen heute skaten, weil ich habe gesagt, ich möchte endlich wieder skaten und ja, let's go! Wir machen jetzt Schuhe sauber, weil meine Freundin hat einen Fetisch für weiße Schuhe. Zieh mal auf die Schuhe. Und weiße Schuhe gehen halt wirklich schnell. 3 von 20. Ja, ungefähr. Und die werden halt schnell dreckig, bedeutet, wir machen die jetzt sauber. Ich habe dafür so ein cooles von Crab Protect. Das riecht so ein bisschen nach, es riecht sehr süß. Ja, bist du doof? Riech mal. Nach was riecht es? Nach so Essen, oder? Nach so einer Süßigkeit, oder? Ja. Ich komme aber nicht. Boah, ganz schnell. Ganz schnell. Das ist eine dreckige Lache von mir gerade. Gib mal ganz schnell ein Tuch mit Wasser. Ich hab's in die Nase bekommen. So, wir fahren jetzt zum Skatepark. Oh, ich. Wir fahren jetzt zum Skatepark. Und dann geht's los. Focus, you wanna say so. Professioneller Autofahrer wünsche ich. Willkommen, meine Lieben. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Wir müssen die Kräfte aktivieren. Das, meine lieben Leute, ist peinlich. Irgendwann breche ich mir noch einen Arm. Ja, mit der schönen Brille ist recht. Okay, wir probieren mal eine Rampe zu fahren. Was war das denn? So Leute, in dem Skatepark hat es irgendwie nicht so gut geklappt. Ich habe mir auch voll meinen Fuß angehauen. Ich hoffe, das wird nicht blau oder so. Und jetzt fahren wir nochmal in einen, der wirklich bei mir in der Nähe ist. In der Hoffnung, dass da erstens keine Menschen sind. Zweitens, ich da besser fahren kann, weil mir die Rampen da gewohnter sind. Gewohnter, deutlicher. Ja, wie heißt denn sonst? Die Rampen bin ich mehr gewohnt. Nicht gewohnter. Ja, ja, das passt schon so. Applauze. Damit das jetzt noch mal besser aussieht, haben wir jetzt die krasse Brille auf. Die ganz schlimme. Nee. Wow, das war wirklich besser als eben.
So Leute, es war beim Skaten eben so heiß, dass ich meiner Freundin und mir jetzt erstmal Eis hole. Und das Geile ist, ich habe noch Mochis. Wer Mochis nicht kennt, ich zeige euch gleich mal, wie sowas aussieht. Es sieht sehr lustig aus. Ich habe auch hier noch von Kokos welche. Die habe ich sogar noch von da, als Linus hier war. Also ein bisschen länger. Dann bringe ich mir Brot mit hoch. So, packen wir einmal hier. So sehen Mochis aus, wer das nicht kennt. Das ist Eis mit Reis, beziehungsweise Reisteig ist da drumherum. So sehen die aus. Zumindest die, die nach Kokos schmecken, sehen so aus. Hoppala. So, das sieht so aus. Und dann der nach Schokolade schmeckt. Da habe ich sogar noch eine Packung, abgesehen von der Packung hier jetzt. Weil ich damals Angst hatte, die waren so im Trend. Und da hatte ich Angst, dass es die nicht mehr so lange gibt. So sehen die mit Dings aus, mit Schoko. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so welche schon mal gegessen habt. Wenn ja, wie sie euch schmecken. Das ist ja wirklich, das schmeckt ja nicht jedem, wirklich. Die sind ja, ich fand sie anfangs auch sehr speziell, aber jetzt finde ich die vor allem in Schokogeschmack richtig gut. So Leute, kurze Geschichte zu diesem Eis. Es ist ein altes Eis, so ein Eis aus den 80ern, das meine Freundin unbedingt haben wollte. Wir sind gestern dafür 2 Stunden lang durch die Gegend gefahren, um das zu kaufen. Und hier sind meine Mochis. So sieht das aus. So, wer kennt das? Schreibt es in die Kommentare. Gut, ich habe jetzt meine Mochis auch gegessen. Oh ja, ich bin ganz geschockt. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch so machen. Aber ich glaube, noch ein bisschen entspannen. Das ist, wir haben ja schon fast 17 Uhr und es ist halt echt warm. Was ist das denn morgen? So geile Smoothies im Thermomix. Smoothies. Mit so Crush-Eis. Ja, machen wir. Morgen gibt es selbstgemachte Smoothies. So Leute, ich melde mich auch mal wieder. Ich habe tatsächlich heute nur noch gestreamt und was zu Abend gegessen und sonst mich eigentlich nur ausgeruht den ganzen Tag, beziehungsweise wir haben jetzt 9:30. Ich mache jetzt den Flummi in eurer gewünschten Farbe und schreibt weitere Farben in die Kommentare, weil das war der einzige Kommentar unter dem letzten Vlog und sonst habe ich ein Problem. Sonst kann ich keine Flummis mehr machen. Los geht's. So Leute, die Zeit sollte rum sein, also öffnen wir mal einfach den Flummi. Boah, der sieht auch richtig geil aus. Farbtechnisch her gefällt er mir auch richtig gut. Aber momentan bröckeln alle ein bisschen, aber so sieht er aus. So sieht die Farbkombi aus. Finde ich richtig nice. Die sieht richtig cool aus. Und ja, dann würde ich sagen, war es auch schon mit dem Daily Vlog. Ich hoffe, wie immer, er hat euch gefallen. Und smash den Abonnier-Button und ja, folgt mir wie gesagt für weitere Daily Vlogs, wenn euch dieser Stuff gefällt. Und bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.